Jungs. Jungs. Jungs, Jungs. Aua! Es geht schon wieder los. Manometer. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mount & Blade 2 Bannerlord. Und ja, wir spielen heute wieder mal das Empire. Yes! Nein! Oh, nein, nein, nein! Okay, puh, ah, noch Glück gehabt. Es macht noch nichts, ist noch warm ab. Gut. Empire gegen Britannia wird äußerst interessantes Match. Also das sind wirklich die stärksten Einheiten, wo es gibt, meines Erachtens. Wir nehmen jetzt erstmal, okay, wir sind erstmal wieder, hat's wieder einen rausgekickt, sehr, sehr geil. Ich nehme jetzt erstmal, ja, ich nehme jetzt erstmal das. Ist, denke ich, vielleicht ein bisschen lustiger, da wir jetzt auch hier was werfen können. Und ja, gut, Männer, F1, F2, after me. Oh, jetzt wurde er, jetzt wurde einer von uns wieder... Ja, das ist echt das Blöde am Game, dass keiner, also innerhalb von 10 Sekunden, wenn das Match läuft, noch nachjoinen kann, dass er dann auch spielen kann. Weil oben rechts, links seht ihr ja auch, da ist jetzt wieder ein Toter dabei, böse jetzt mal gesagt. Und ja, naja, wir sind das Empire und das Empire schlägt auch wieder zurück gegen diese elenden Hunde da vorne. Jungs! Forward! Forward! Wir werden sie vertreiben. Da unten sind auch schon die Moloks, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich lasse mich mal, ich gehe mal unbeeindruckt weiter, weil ich keine Lust habe, jetzt hier kaputt geschossen zu werden. Britannia hat einen Vorteil, und zwar Armbrüste, Armbrüste, Armbrüste. Das ist echt der große Britannia-Vorteil, was die da haben. Jetzt muss mal schauen. Ich glaube, ich unter-supporte mal unsere Einheiten da unten. Das ist, glaube ich, wichtiger. Kommt mal mit, kommt mal mit. Blöd. Nur, einfach nur zwei Wurfwaffen. Das ist echt ein bisschen blöd. Da unten sind unsere Leute. Stellt euch mal auf, Jungs. Aufstellen, 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 aufstellen. Ich glaube, das ist echt schlauer, wenn wir hier ein bisschen unsere Leute da unten backuppen. Das denke ich mal deutlich schlauer. Ja, kommt her. Traut's euch. Traut's euch. Ah, jetzt geht es auch. Vorher ging es auch nicht. Da wurde das nämlich nicht mehr kleiner. Also, dann war das hier dauerhaft groß. Jungs, werft, werft, werft sie kaputt. Fein macht sie es. Fein macht sie es. Aber ich finde, zwei sind ein bisschen zu wenig. Ja, jetzt habt ihr schon alle weggeschmissen, ne? Jetzt bin ich der Einzige, wo nur noch hier einen Pfeil hat. Einen Pfeil hat. Einen Wurfspeer hat. Auf jeden Fall geil, Junge. Drin, 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 drin. Forward, Männer! Vorwärts! Oh, voll erwischt! Haha! Jungs! Wir greifen die von hinten an. Wir greifen die von hinten an. F3. Oh, oh, jetzt konnte mein Winning mal aufführen. Die retten mich schon, meine Männer! Voll hinten rein, voll hinten rein. Ja, 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 ich lenke die gut ab. Gut, Männer, haut die kaputt. Ich kann nur blocken, ich kann nur blocken. Haut sie von hinten kaputt. Voll hinten draufhauen, voll hinten draufhauen. Gut, 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 gut. Oh. Das ist echt das beste Mittel, um hier die kaputt zu bekommen. Oh! Die sind halt auch so schwer gepanzert einfach. Nur noch drei? Lol, was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, help me! Nein, du nicht! Ah, nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, keine Chance. Keine Chance. Jungs, lauft erstmal runter. Erstmal ein paar Meter runterlaufen. Da vorne, ach Gott, jetzt sind wir auch hier allein. Das wird nicht toll. Das wird nicht toll, Jungs. Stellt euch mal hier so hin. Es wäre besser, wenn wir jetzt so seitlich reinpreschen könnten. Dann wäre ich. Oh, na, und von hinten kommen die, von hinten kommen die. Nein, nein, nein. F3, ja. Weiß nicht, was soll ich lassen? Ich lasse erstmal so. Ich lasse erstmal so. Light Formation!
Haha, kaputt geschossen, Mensch. Kommt's her, mein Freund. Ja, da traust du nicht. Das ist, Alter, wie viel Schaden dieser Longbow macht. Vielleicht nicht so lange gedrückt halten. Oh! Ey! Du Sau, ja, mach den kaputt. Sowas. Reitet der mich da einfach an? Ja, ich glaube, es hackt. Ja, in die Mutti. Ah, das ist semi-geil. Männer, lauft mal ein bisschen hier vor. Boah, ja, schreck mich schon vor meinen eigenen Einheiten. Ah, da. Ich sehe doch was Böses. Da ist das Böse. Jungs. Forward. Schieß. Schön schießen. Aua. Oh, sorry. Schön. Die kommen von der anderen Seite, also gehe ich mal hier hin. Unsere Leute machen gut ihre Sache, glaube ich. Gib mal ein paar Schritte. Ah doch, passt. Geh nach vorne. Hier hin. Na. Ah, vielleicht nicht in die Schussdingbahn laufen. Das wäre vielleicht besser. Und vielleicht meine Männer mal hier hinstellen. Dann können wir die Bogenschützen da abschießen. Das wäre vielleicht auch ganz geil. Nein. Ich will nicht sterben, Papi. Aha. Männer, das macht ihr gut. Ah, vielleicht nicht vorbeischießen unbedingt. Aha. Wir schießen den Bogenschützen zu Brei. Komm mal her. Oh, nein. Oh, shit. Die habe ich nicht. Die habe ich voll übersehen hier. Oh, das ist schmerzhaft. Boah, die habe ich jetzt voll übersehen. Keine Chance. Dieses Gefecht gefällt mir auch absolut wieder mal nicht. Läuft wie geschmiert für einen Feind. Ei. Das ist ja. Ja, hier haben wir noch ein paar Infanteristen. Hallo, kann ich... Warum switche ich denn die durch? Da verstehe ich auch nicht. Warum switche ich nicht einfach von der Einheitgruppe zu der Einheitengruppe? Nein, ich gehe jeden einzelnen Soldaten durch. Kann ich das nicht einfach komplett... So muss ich jeden durchdrücken. Klar, es ist cool, in der Sicht zu sein von dem, ne? Aber ich fände es schöner, wenn man auch einfach Gruppe... So ein Mittelpunkt über die Gruppe hat so einen Sichtpunkt. Das wird auf jeden Fall ein schweres Gefecht, noch ein sehr schweres Gefecht. Puh, also die müssen ja auf jeden Fall die Truppen kaputt kriegen von den Flandiern. Sonst sehe ich hier nichts mehr, was hier noch werden soll. Puh, das ist wirklich heftig hier. Wir haben hier noch unsere schweren Einheiten. Alter, jetzt muss ich jeden hier durchklicken wieder. Außer ich mag's, wenn ich jetzt so muss halt vor und zurück. wir könnten schaffen. Pusht rein, Leute, weil der die Bogenschützen rechts ist nur noch einer. Der dürfte nicht mehr so viel bringen. Ah, die Ding ein bisschen daneben gesammelt. Oh, rein. Hauen. Ah, unsere Pferde hauen auch von hinten rein. Das können wir schaffen. Das sieht gut aus. Gut. Durch. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht noch eher verlieren. Weil oben die Punkte voll gehen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Nimmt schnell ein. Bitte nimmt den Punkt ein, Jungs. Ah, da kommen auch noch ein paar. Ah, das sollen wir schaffen. Ich habe jetzt echt Angst, dass wir jetzt hier den Punkt noch verlieren, weil wir hier nicht einnehmen. Gut, nimmt ein. Bitte. Das können wir noch schaffen. Das ist gut. Bitte, nimm ein, Junge. Nimm ja den Punkt ein. Gut, ich glaube, da oben ist auch der letzte... Naja, zwei Einheiten. Also einmal der Infanterist da vorne und nochmal eine Pferdeeinheit sollte hier irgendwo sein. Irgendwo ist gut. Oh, Junge, war das knapp. War das knapp hier. Ja, Junge, das schaffst du. Ah. Oh, der hat jetzt auf die Fresse bekommen. Irgendwo... Haben wir es? Ja! Das war
Gut, ja, ich glaube, ich nehme mal hier die Armbrustschützen. Das ist auch mal interessant, hier bei den Empires zu spielen. Die Armbrüstler. Wir haben zwar keine Panzerung, wirklich. Ey, die Bewaffnung ist echt awesome. 30. Also, bei echt. Also, da müssen die echt noch ein bisschen. Okay, so, sorry, hab ich einfach jetzt geschossen. Ein bisschen eine Balance reinhauen, weil. Ich will nicht dauernd schießen, Junge. Einmal anziehen. So, jetzt nächster Schuss. Nächste Taste drücken. Schießen. Nein, nicht scheißen. Schießen, habe ich gesagt. Ah, ich finde, da ist es dann. Na, die sind überhaupt nicht gepanzert und haben 30 Bolts nur. 5 Bolts mehr als eine normale Einheit. Das ist zu wenig. Das ist echt viel zu wenig. Finde ich. Na? Klar, es gibt andere Meinungen, aber ich finde, das ist deutlich zu wenig. Da hinten sind jetzt die anderen auch. Da ist die Kavallerie. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ein bisschen aufpassen, meine Freunde. Der Sonne. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Ah, schon tot. Okay. Jungs, kommt mal mit. Wir sind hier wieder allein. Das ist auf jeden Fall geil. Das ist fürchterlich. Ja, ich weiß. Na, ich kann mich auch einfach nach Infanterie ein bisschen richten, aber. Naja. Infanterie kann sich auch mal nach mir richten. Nicht immer andersrum. So, jetzt hier auf jeden Fall die B einnehmen, dass wir ein bisschen Druck aufbauen können. Weil das vorhin war schon gut knapp. Stell doch mal hier so hin, dann können wir so schräg rüberschießen ein bisschen. So, einnehmen. Ich schau mal hinten, ob was kommt. Dann kommt nichts. Gut. Wir nehmen B ein. B, 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 B. Wir brauchen auf jeden Fall die Punkte. Das ist wichtig wie Sau. Wichtig wie Sau ist. Oh Gottes Willen. Nein, nein, nein. Gib mal ein paar Schritte zurück. Gib mal ein paar Schritte zurück. Nachladen, nachladen, nachladen. Geh doch ein paar Schritte zurück. Jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir tot, jetzt sind wir tot, jetzt sind wir tot. Oder what? Alter, wie gut halten wir denn aus hier? Leer, Jungs. Easy machen wir die weg, Junge. Easy hier. Voll easy. Alter. Hau die weg, Junge. Voll easy. Voll easy. Alter, wie haben wir überlebt? 4 von 20 oder so? Follow me. Jungs, die haben wir easy weggereckt. Easy, echt. Ah. Scheiße, jetzt habe ich meine Ding weggelegt. Egal, dann nehme ich mal das Schwert hier. Und so. Jetzt habe ich Schild und Schwert. Jetzt ist mein Rücken ein bisschen geschützt, Männer. Ich bin sicher. Und ihr? Ich habe Angst. Ich bin jetzt alle. Und einer ist bei uns rausgeflogen. Ja, das ist natürlich echt traurig. Ja, was? Ich kann halt leider jetzt nichts mehr machen. Alle sind in meinem Team tot. Ich bin auch halb tot. Und ja, einer hat einen Disconnect gehabt. Ja, und der wurde jetzt neuer wieder rein verbunden. Ah, das war dumm gemacht. Das war echt dumm gemacht. Nein, ach, zu spät die Kontrolle. Das ist auch immer so eine Sache. Ich finde, manchmal nimmt man zu spät die Kontrolle über die Leute hier. Nein! Nein, nein, nein! Wieder der letzte, geil! Ja, das. Was soll ich dazu sagen? Wo kommt denn der jetzt her? Der wurde die ganze Zeit als Toter gezeigt. Wo kommst du denn? Alles klar! Ich bin der Erste, ach Gott, dann kann es ja auch nichts werden. Ah, Jungs, Jungs, Jungs. Der ist da irgendwo in Aserbaidschan? Und, wäre der nur nach vorne gewesen, bei dem Punkt bei mir ungefähr. Wo war der? Ah, das ist echt hier eine schwierige Sache. Ja, hi, Johan, hi, wie geht's hier? Gut? Kaffee schmeckt? Ah, gut. Günni, auch da? Ja, Gottes Willen, ich bin der Erste. So ein Krampf. Das ist echt. Jungs, 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 Jungs.
Es geht schon wieder los. Manometer. Ja, also heute habe ich anscheinend schon genug gesippt. Ich schlag den ein. Ah, stell doch einfach mal vor, so eine Truppe läuft so plötzlich, schwenkt so nach hinten und kaputt. Ich denke mal, dass es früher sehr häufig passiert, dass sich eigentlich viele gegenseitig aus Versehen kaputt gemacht haben, weil die sich irgendwie getroffen haben oder was weiß ich. Gut, ich supporte mal da unten unsere Einheit ein bisschen. Geht mal hier hin, Sperrmann. Oder geht mal hier seitlich hin, Hier ist es seitlich. Wir müssen jetzt ein bisschen hier datschen. Wischen und wedeln. Gut. Kommt von dieser Seite. Das heißt, wir kommen dann von der Seite hier. Attacke! Vielleicht keine gute Idee, direkt ja, in den so reinzurennen. Das war keine gute Idee. Das war. Wir könnten es aber schaffen, weil wir haben geilere Waffen hier und macht halt echt Damage wie Sau. Das schaffen wir, Männer! Boah, Alter. Gut, Männer, F2. Hier, wieder her. Gut. Wir sind noch zu 14, Jungs. Das hier klappt ja wunderbar, Männer! Ja, yeah, Angriff! Oh, jetzt hab ich einfach mal gespannt. Voll rein, Junge! Oh, Friendly Fire wieder mal. Haha, Männer! Vorwärts! Haut sie kaputt, Männer! Haha! Oh. Auchi, Lada. F3. Kill them all! Oh, das ist echt so geil, so eine Waffe auf Range zu haben. Das ist echt. Muah. Also das macht schon Spaß. Ich bin zwar jetzt hier tot, ausnahmsweise nicht der Letzte. Junge, du kannst auch ein bisschen mal näher ran. Na? Hier. Alter, was war das jetzt hier für ein Gemetzel? Also die Einheiten sind eigentlich schon geil, weil die halt eine höhere Range haben und durch die höhere Range kann man die echt gut weghalten. Also ich hatte nie gedacht. Und schon wieder einer bei uns draußen. Mein Gott, was ist denn da heute los? 2-2. Oh Gott, was ist das für ein Match? Also die Einheiten sind echt geil. Hätte ich nie gedacht. Was ist da jetzt hier? Small? Hä? My throwing thrust in melee. Ah ja, da haben wir hinten noch was zum Putzen. Das oder das? Ich hatte eigentlich Bock mehr, nochmal das hier zu machen. Männer? Das sind echt schon geil, die Einheiten. Vor allem die Reichweite, die ist bam. Also die ist enorm einfach. Die Pferde sind wir so oder so tödlich, aber dass wir so tödlich gegen Infanterie sind, das hätte ich jetzt nie im Leben gedacht. Nie im Leben. Also bei aller Liebe, weil wir haben ja kaum Rüstung, das hätte ich jetzt nie gedacht. Das ist echt krass, dass wir so effektiv sind. Nur wegen Reichweite. Ah, gut, Männer. Jetzt nicht wieder. Ich hatte nicht gedacht, dass wir den ersten Ansturm überleben. Ich dachte nach dem ersten Ansturm direkt Ende. Dachte ich wirklich so direkt aus. Aus. Einfach nichts weiter aus. Aber dass wir so gut durchgekommen sind, das ist ein Traum. Ein Traum auch. Oh. Weil die anderen hat auch einer verlassen. Und ihr seht, da oben wurde direkt ein neuer rein verbunden. Total schwachsinnig. Total verschwachsinnig. Das finde ich einfach nur traurig. Für die Leute wurde einfach reingejoint werden. Ja. Runde zu Ende. Na? Und tot. Forward! Das ist halt einfach nur traurig. Die macht halt echt ihre ganze Bilanz kaputt. Das ist halt echt ein bisschen schade. Dann habe ich dumm gekämpft. Na? Jungs, ist da hinten nur jemand? Ah ja. Das schaffen wir. Aua, das wird knapp. Das schaffen wir, Jungs. Ja, au. Aua.
Ah, nein, jetzt kommen die noch. Oh doch, das sind unsere. F1, F2. Folgt mir, folgt mir, folgt mir, Jungs. Ja. Au. Habt ihr gesehen? Da tut mir selber mein Genick weh. Das tut doch weh, Mann. Gut, ich lege mal hier jetzt alles in die Waagschale. Ich probiere mal jetzt hier mit vor zu pushen. Ich könnte auch theoretisch den Punkt da hinten einnehmen. Wäre vielleicht auch keine so dumme Idee. Boah, wir schaffen das, Jungs. Wir schaffen das, Jungs. Wir schaffen das, Jungs. Autsch. Wir schaffen das, Jungs. Wir schaffen das, Jungs. Gebt mal rüber. Gebt mal rinder. Gebt mal rinder. Ja, jetzt bewegen sie sich nicht. Jetzt muss wieder der Opa. Das war eine dumme Idee. Das war eine dumme Idee. Ja. Oh, jetzt dachte ich, das ist auch meiner noch. War eine dumme Idee, hätte ich nicht tun sollen. Hätte lieber den Punkt einnehmen sollen. Ah, Throttle, ich Throttle. Jetzt überlebt den Dino noch. Ich hätte den Punkt einnehmen sollen, ganz ehrlich. Jetzt verlieren wir das hier sehr knapp. Ah, Mann! Schade. Und ja, die Truppen auch etwas äußerst ungünstig. Ja, verdammt. Ich hätte den Punkt einnehmen sollen. Dann hätten wir ja vielleicht noch irgendwie was Punkte im Essig bekommen. Schade. Ja, schade. Schade, Logolade. Ah, ein wirklich knappes Gefecht. Wirklich knapp. Ja, Round lost. Ich war Erster. Gottes Willen. Dann kann es ja nichts werden. Ui, was war denn das hier für ein Gefecht? Also das war von, ja geil, bis um Gottes Willen, bis über, warum bin ich Erster? War das alles, Alter. Ey. Ja, auf jeden Fall geil. Also wie gesagt, Empire und Flandia sind für mich die stärksten Einheiten, die es gibt. Ja, da brauche ich nicht zu sagen. Danach kommen meines Erachtens Britannia. Britannia kommt für mich meines Erachtens dann als zweites von der Stärke der Einheiten her. Dann die dann die Aserei, weil die halt so kleine Aserei auch nicht. Ich glaube dann eher die Sturgai. Also zuerst Empire, also zuerst Flandia, dicht dahinter Empire. Danach kommt Britannia, keine Frage. Dann kommt Sturgai. Danach kommt die Aserei und danach Kuhzeit. Also für mich sind Kuhzeit die echt die. Das ist halt einfach nichts. Das sind selbst. Ich will nicht sagen, dass da mehr gepanzert sind, aber die sind etwas. Ich weiß nicht. Kuhzeit ist halt wirklich so lame. Naja, aber egal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Und ja, damit bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.